Ciao zusammen und willkommen zurück zum Angezockt von The Elder Scrolls Online. So, wir müssen uns jetzt mit dem Fürst Vivek oder irgendwie treffen und sind jetzt in Vivek angekommen. Es ist für mich noch sehr komisch. Ja. Es ist nicht einfach. Was ist denn das hier? Was? Schlickschreiter halt. Und hier? Ist das zweimal dasselbe? Ich raff's nicht. Aber schon. Nein! Nicht stehlen! Nein, das machen wir später. Karawanenturm. Wir schauen uns das einfach alles an. Okay. Es ist schon echt schwierig. Also schwierig. Einfach halt komplett anders als so auch von gewohnten MMOs. Wer bist denn du? Kann ich euch behilflich sein? Oder wollt ihr den ganzen Tag da mit offenem Mund rumstehen? Nun, wo möchtet ihr hin? Kann mich euer Schicksal als Reiter in Siedlungen in der Nähe bringen? Wollt ihr aus Vivek verschwinden? Eine weise Entscheidung. Ich könnte selbst etwas Zeit anderswo gebrauchen. Ich kann euch nach Suran oder nach Balmora bringen. Sie sind ganz in der Nähe. Seid ihr an einem dieser beiden Ziele interessiert? Nein. Ah, okay. Also hier könnte ich theoretisch mit dem Schiff wahrscheinlich dann irgendwo von A nach B reisen. Eigentlich würde ich gerne etwas weiter weg reisen. Noch weiter weg? Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ich kann euch bis nach Gnisis oder bis nach Telmora bringen. Seid ihr an einem dieser beiden Ziele interessiert? Nein, eigentlich nicht. Aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Also wir machen, vergesst es. Könnt ihr mich irgendwo anders auf... Ach so, ich kann... Wollt ihr aus Vivek verschwinden? Eine weise Entscheidung. Ich könnte selbst... Nee, okay, also ich hab... Wenn ich es richtig verstehe... Haha, so als Anfänger. Können wir von hier aus noch von A nach B reisen. Ich möchte aber das so ein bisschen zu Fuß alles dann erkunden mal. Ich kenne das zu wenig. Ich glaube, ich habe auch maximal bis hierhin mal gespielt. Ja, dann war Schluss. Aber gut zu wissen, dass die uns da irgendwo hinschippern kann. Ich gehe davon aus, dass man dann dafür zahlen muss. Und da ich eh kein Geld habe. Was ist denn das? Hier, Stallmeister. Ah, warte jetzt! Ihr seht so aus, als ob ihr euch mit Reittieren auskennen würdet. Nee. Macht doch einmal einen Proberitt auf einem von meinen feinen Exemplaren und seht, ob ihr mir nicht zustimmen müsst. Was Besseres findet ihr in ganz Morrowind nicht. Cool. Stallmeister, besitzen eure Charaktere ein als aktiv markiertes Reittier. So kann jeder eurer Charaktere mit einem Stallmeister gegen etwas Gold Reitstunden nehmen. Benutzt das Plus neben der gewünschten Fertigkeit, um sie zu erhöhen. Reitstunden werden vom Stallmeister alle 20 Stunden angeboten. Vergesst also nicht täglich bei den Ställen vorbeizuschauen. Das ist das, was man mir gesagt hat. Also das Pferd oder was auch immer, das behalte ich. Oh, das kostet... Oh. Und dann muss ich das irgendwie... Oh. Und dann soll ich das killen, aber das kostet ja mega viel. Ich habe gar nicht so viel. Ihr könnt täglich eine Reitfertigkeit... Klar. Und was kann ich hier kaufen? Ein Pferd. Für 42.000? Boah. Ich werde dann in 2 Jahren mal noch vorbeikommen. Und hier ist wieder so ein Teleporterschrein. Muss ich da hinlaufen oder muss ich den irgendwie... Der Wegschrein von Vivek. Also ich glaube, es reicht, wenn ich einfach da bin. Ich werde Karakal um Geld fragen. Okay. Wo soll ich jetzt lang? Was ist hier? Handzettel der Magiergilde. Hungert ihr nach Wissen? Die Magiergilde sucht nach den talentiertesten, klügsten und fähigsten, um sie in ihre Reihen aufzunehmen. Seid ihr aus dem richtigen Holz geschnitzt? Sucht Kurinure in der Gildenhalle von Vivek im Kanton des heiligen Delin auf. Ich sollte Kurinure... Ja genau, das, ich glaube, das sollten wir nämlich. Das habe ich nämlich irgendwo so wieder mal in einem Guide gesehen.
Ach, wir gucken einfach. Irgendwie kriegen wir das hin. Es ist unglaublich viel eigentlich zu entdecken hier. Ich war hier schon mal. Ich war hier tatsächlich schon mal. Aber ich möchte gerne... Kann ich da auch rein? Ich vergesse, dass ich ein Reittier habe. Aber der ist halt langsam. Und ich behaupte, ich bin zu Fuß schneller. So, ich möchte das jetzt hier entlang mal anschauen, alles. Gildenhändler. Was sind wir hier? Ja, und... Ich glaube, ich kann irgendwie so... Oh Mann, ich bin voll überfordert. Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun kann? Also gut, was hat Compact anzubieten? Was macht das hier? Waffen. Suche starten, Suche zurücksetzen. Hä? Zweihändige Waffen. Also da werde ich mich definitiv mal noch absprechen müssen, was das genau ist. Und das ist auch so ein Gildenhändler. Ihr habt hier zu tun. Was habt ihr anzubieten? Muss ich denn da irgendwie beitreten oder was? Das ist auch noch mal eine. Hier auch. Okay. Oh, jetzt ziemlich viele andere Spieler. Hallo. Zimmermann. Meine Werkstatt ist eure Werkstatt. Macht aber bloß nichts kaputt und räumt hinterher wieder alles weg, sobald ihr fertig seid. Was der anzubieten hat. Blaupause. Also hier kann ich scheinbar Rezepte kaufen und tatsächlich auch wahrscheinlich so, ja, Material fürs Craften, ne? Ich hoffe, ich sehe das richtig. Das könnte der Marktplatz sein mit der Waage. Hier seid ihr richtig. Händlerin. Ich bin eine freie Eischwester aus Schwarzmarsch, die hier ein Geschäft eröffnen und für sich Wohlstand erwirtschaften möchte. Mir hat aber keiner gesagt, dass das mit dem Geschäft so schwer werden würde. Dietriche, Köder, Reparaturmaterial. Erlaubt die Reparatur von Gegenständen aller Stufen, ist aber weniger effektiv über Stufe 19. Alles reparieren. Ach so, ich dachte, das sei so wie ein Auktionshaus. Hafenhandel. Meine Güte. Absolut krass. Bankier, habe ich da nicht ein Bankfach? Seelenfrieden, so etwas ist einfach unbezahlbar. Unsere Tresore bieten das und noch viel mehr. Ich bin sicher, ihr werdet mir zustimmen. Okay, das habe ich in einem Guide mitgekriegt. Das ist Bankfach, das weiß ich, aber ich gehe jetzt davon aus, dass ich dann auf dieselben Items von überall her zugreifen kann. Eure Banktruhe lagert Gegenstände für alle eure Charaktere. Okay, da könnte man theoretisch anderen Jars, könnte ich da Sachen geben, weil ich glaube nämlich, mit meinem ersten Jar habe ich ein bisschen mehr Gold. Drückt F, um weitere Bankplätze zu kaufen, drückt R, um Gold einzulagern oder abzuheben. Handwerksmaterialien, die ihr in einer Bank eingelagert habt, stehen an Werkstätten automatisch zur Verfügung. Ihr braucht sie nicht mit euch rumzutragen. Das ist ja cool. Dann hätte ich jetzt eigentlich die Sachen, die ich eh eigentlich wie weggeschmissen habe, ich aber kein Geld für das gekriegt, hätte ich jetzt hier reinmachen können. Wenn ich das richtig sehe. Währung entnehmen, Bankplatz. Also das ist drin. Wie entnehmen, einlagern, ach so,
Jetzt kann ich das hier einlagern in die Bank. Die Dietriche nehme ich mit. Das ist ein Buff. Seelenstein nehme ich auch. Rezept. Ich glaube, das kann ich sogar lernen. Ich müsste mal gucken, was ich überhaupt lernen kann. Aber das ist gut zu wissen. Also ich habe hier ein Rezept benutzen. Das geht, oder? Skizze. Fertigkeitslinie erhalten, Schmiedekunst. Oh Gott, ey, das ist so krass. Okay. Und hier? Was macht er da? Zum Interagieren gedrückt. Ach so nicht. Was hat er da gemacht? Nix. Verzauberer. Mein Laden ist womöglich das einzig wirklich Bezaubernde an dieser Stadt. Und das könnt ihr gerne jedem von diesen Dunkelelfen von mir ausrichten, die hier das Sagen haben. So, was kann ich euch heute bringen? Hade. Machtverbesserung 10 bei euch. Versteht Bauernhof, hey. Aber sowas von. Was ist hier? Gesegnete Steine zum Interagieren gedrückt halten. Wer denn da dieser Spieler, ne? Alchemistin, das, ja, das sind dann einfach diese, alle diese Händler, ne? Boah, ist das krass, hey. Also, ich gehe jetzt mal hier rüber. Ich muss, glaube ich, nämlich auch hier rüber. Was ist denn hier passiert? Inhalt stehlen. Nee. Ah, oh, warte, wo muss ich da hin? Das ist eine grüne Tür. Muss ich hier rein? Ich weiß nicht, muss ich hier rein? Abtei des heiligen Dillin. Kriegergilde. Oh Mann, was war denn mit den Gilden? Ich glaube, das sollte ich doch irgendwie auch beitreten. Ich kann ja, glaube ich, in jeder beitreten. Was war das? Waffenwart, Rüstungsmacherin. Schild. Ich bin wieder weg. Innenbereich. Ich bin echt gerade so ein bisschen überfordert hier mit dem Ganzen. Ich gehe jetzt mal da zu dieser grünen. Hier. Da? Magiergilde, genau. Ach so, ist das das, wo ich ja gesagt habe, ich würde da gerne hin. Mystiker. Ich habe einen faszinierenden Bericht über die Reisen von Kiret und Reinor gelesen. Dunkelelfische Forscher. Habt ihr von ihnen gehört? Ich glaube, ich bin ihnen im Gramfest begegnet. Sie wollten der Magiergilde beitreten. Ich frage mich, was daraus geworden ist. Lederseelenstein. Oh Mann. Hier, Magister. Hey! Willkommen in der Gildenhalle, Wissenssucherin. Was bringt euch heute hierher? Was könnt ihr mir über die Magiergilde erzählen? Wir sind gewissermaßen Buchjäger. Wir suchen neues Wissen, lagern es in unseren Bibliotheken ein und fertigen Kopien davon an, um es in ganz Tamriel zu verbreiten. Die Gilde schert sich nicht um Kriege oder Grenzen. Nur um Wissen und die Beschaffung neuer Folianten. Was erhalte ich im Gegenzug? Wir bieten besondere Sprüche und Fähigkeiten, die nur unseren Mitgliedern zugänglich sind.
Und von Zeit zu Zeit sind auch Projekte für besonders Abenteuerlustige zu erledigen. Vielleicht arbeitet ihr sogar mit dem Gildenmeister selbst zusammen. Hattet ihr einen Gildenmeister erwähnt? Varnes Galerion. Eines der Gründungsmitglieder dieser ehrwürdigen Verbindung. Er trägt noch immer den stolzen Titel des Gildenmeisters und steht somit jeder Gildenhalle in ganz Tamriel vor. Er arbeitet mit anderen hochrangigen Mitgliedern wie Telinger, dem Artefaktor, zusammen, um unseren Erfolg auch zukünftig zu sichern. Seid ihr nicht mit dem Altmeri Dominion verbündet? Wir waren im Krieg zwischen den drei Allianzen Neutralität. Daher werdet ihr Mitglieder aus allen Völkern in unseren Hallen sehen. Okay, dann bin ich bereit, eurer Gilde beizutreten. Hervorragend! Ihr seid jetzt eine Studentin der Magiergilde. Jedes Buch, das ihr findet, wird ab jetzt euren Ruf in der Gilde verbessern. Ah. Fertigkeitslinie die Magiergilde. Quest abschließen. Und da sehe ich was glänzen. Kann ich das mitnehmen? Aber da, dieses Ding, da will ich doch. Ich brauche doch das, oder nicht? Das kann ich gar nicht nehmen. Okay. Ach, ich bin zu blöd. Und wo muss ich jetzt hin? Wieder hier raus irgendwie. Mal gucken. Wir gehen mal hier raus. Irgendwie sollte ich hier rauskommen, oder? Wir müssen darüber. Nee, da waren wir jetzt drin. Ich bin irgendwie, ich glaube, ein Stockwerk zu hoch, ne? Hier, runter. Jetzt könnte es klappen. Komme ich hier hin? Halle der Gerechtigkeit. Okay. Das ist wie ein Durchgang. Ich gehe wieder raus. Krass. Wie krass. Schön, echt schön. Tatsächlich echt schön. Preiset Vivek, genau. Göttliche Rätsel, betretet Viveks Palast. Ich glaube, ich bin hier nämlich richtig. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Haut mir gerne alles in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps noch. Und bis zur nächsten Folge von The Elder Scrolls Online.